Okay, okidoki. Gestern haben wir Strite 8 Stunden durchgezockt, Mann. Die Videos hat natürlich keiner gesehen, deshalb führe ich mal wieder Selbstgespräche, aber das passt schon. Ist irgendwie wie immer. Hier sind News, hier ist dieser Typ. Weißt du was, wir labern jetzt mal schnell mit allen. Es wird hier aber echt voller, Mann. Mit einem gesteigerten Semmel-Zenzy-Hymne, die Schöpfung zur therapeutischen Kommunikation, Training, ihre mentalen Fähigkeiten, bla bla, alles schwarz sein. Schön, dass wir darüber geredet haben, über Dinge, die mir echt am Arsch vorbeigehen. Hast du kurz Zeit zum Reden? Wenn du nicht gerade eine Mission hast, habe ich alle Zeit der Welt. Ehrlich gesagt, bin ich überrascht, dass du den Job von Corvus angenommen hast nach all dem. Jetzt, wo ich weiß, was ich tue, hätte ich zugegebenermaßen nichts gegen eine Revanche mit dem Herz des Zorns. Das war sicher nicht die beste Mission, auf die man einen Freelancer-Neuling schickt. Naja, aus Fehlern lernt man mehr, oder? Ja. Das haben wir alle. Wenn man nicht Also, getötet wird. alle, die noch leben. Ja. Für die meisten hieß die Lektion jedenfalls: Halte dich vom Herz des Zorns fern. Zugegeben, das ist eine gute Lektion. Wir können es nicht einfach ignorieren und hoffen, dass es wieder weggeht. Es verwandelt alles um Freimark zu Asche. Bist du deshalb so entschlossen, wieder dorthin zu gehen, um den Cataclysm zu beenden? Nein, aber nehmen wir das einfach mal als Grund. Das klingt besser als, ich möchte halt ein Rätsel lösen. Was davon ist das Rätsel? Naja, was ist denn nicht rätselhaft? Freimark wurde auf dem Kenotaph erbaut. Warum? Um ihn zu schützen? Zu verbergen? Wodurch ist er erwacht? Wahrscheinlich. Hat das Dominion den Sturm absichtlich entfesselt? Warum sind sie nicht entkommen? Warum ist unsere Expedition fehlgeschlagen? Was hat die Lancer vom Himmel geholt? Du meinst, du wirst die Antworten wirklich finden? Spielt das eine Rolle? Die Welt ist voller Mysterien. Das Suchen nach Lösung. Gerade das macht Spaß. Du beschäftigst dich mit Lösungen und hängst dich nicht an Fehlschlägen auf. Beneidenswert. Deshalb bist du gegangen, oder? Du wolltest nicht mehr in der Vergangenheit leben. Das kann ich verstehen. Du wolltest davon weg und nicht mehr Geistern hinterherjagen. Es bedeutet mir viel, dass du das sagst. Echt? Ich mir bin den Scheiß. Aus Antium hergekommen. Kannst du dir das vorstellen? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was Antium ist. Zivilisierten Antium. Ins Grenzland. Denn ich wollte das, was hier ist, durch die Augen eines Lancers sehen. Was das angeht, sind wir uns, glaube ich, ähnlich. Also, ich finde es auch gut, durch die Augen eines Lancers zu sehen. Dann sind wir quasi Zwillinge. Herlek? Hey. Reden wir miteinander? Kommt drauf an, was du zu sagen hast. Wie wäre es, wenn wir erstmal das Eis brechen? Ist 2 Jahre her. Was ist passiert? Manchmal trennen sich Wege eben. Dieser Tag im Herz des Zorns. Du hast es vergessen. Faye und ich nicht. So einfach ist das. Tun seine Nippel nicht weh, ich meine, das sind Metallschienen. Genau über seinen Nippel, Mann. Das muss doch wehtun, Alter. Wir sind mit dem Leben davon gekommen. Ich dachte mir, dass jede Stunde danach ein Geschenk ist. Also warum sich den Kopf zerbrechen? Wer sagt, dass ich mir den Kopf zerbreche? Naja, wann hast du das letzte Mal den Anzug angezogen? Oh nein, du tauchst hier nicht einfach aus dem Nirgendwo auf und fängst an, mich zu verhören. Wie wär's also damit? Jetzt verkackt. Abseits vom Job sind wir einfach zwei, keine Ahnung, entfremdete Cousins, die sich wieder kennenlernen. Mal sehen, was passiert. Alles klar, Mann. Ich beiße an. Wir fangen neu an. Naja, manche von uns sind 45 Jahre alt. Neu ist da sehr nett formuliert. Vielleicht bin ich dein Onkel. Vielleicht werden wir sogar Freunde. Klar, Jungspund, wir können ruhig so tun. So geil. Aber beim Job werde ich dich nicht schonen. Ist okay. Ich muss jetzt schauen, dass ich meinen Bro hier nicht außen vor halte, Mann. Denn das ist mein Homie, der hier. Und die quetscht sich da rein. Sowas geht gar nicht. Er sagt immer, ich soll zu ihm kommen, aber er hat... Aber er hat nichts zu sagen, Alter. Jetzt hörst du das? 105 bekomme ich. Das ist so ein Witz, ist das. Das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Ich krieg durch eine Runde mehr raus, als ich hier bekomme, Mann.
Durch die ganze Scheißwoche. Ich schau mal kurz, ob ich irgendwelche Missionen schon erledigt habe. Schließe erfolgreich Missionen ab. 13 von 20, okay. Ich schätze mal, wir hüpfen jetzt einfach raus und machen eine vor. Die Performance ist... Was ist passiert? Angeblich haben die Ska eines von diesen komischen Toren aufgerissen und die Patrouille überfallen. Ja, und einer von den Sentinels ist voll durchgedreht, alles klar. Das Ding ist das hier, ne? Hey, hier sind schon mehr Leute, ne? Ist auch offener geworden. Oder ich bild mir das nur ein, Mann. Der Laden hier, der Schuppen ist auch nicht übel. Weil man hier auf einen Schlag alles sehen kann, was man hat. Was geht ab, Alter? Hier siehst du. Hier kann man alles sehen, was man so hat. Geiler Scheiß eigentlich. Komponenten, ne? Für den Koloss habe ich 28. Oh, hier kann man die Dinger sogar zerlegen, alles klar. Ausrüstungsteile 20 für den hier. Geiler Scheiß, Alter. Aber die sind alle super weak. Soll ich die mal zerlegen hier ein paar? Ja, weißt du was? Oh, warte mal, das kann ich gar nicht zerlegen. Wahrscheinlich, weil es meine erste Einstellung war, die ich nur abgegradet habe. Okay, alles klar. Ja, ich sag, wir hüpfen gleich raus. Wir haben massig zu tun. Und ich bin jetzt echt fit, Mann, weil ich hab geschlafen 4 Stunden. That's great. That feels great. Gott, mein Mecher sieht so geil aus. Yeah, baby. Let's do it. Achso, ich glaube, wir haben so 8:30 in der Früh. Ne, ich glaube, wir haben kurz nach 9, 8:45 oder so. Let's do it. Let's do it. Let's do it, let's do it. Gibt's so was Neues zu den verschwundenen Läufern? Wieso bin ich braun? Du ihn in Gang gebracht hast. Gar nichts. Freelancer Dix war überzeugt, dass sie es schaffen. Geh dorthin zurück, wo wir ihn zuletzt gesehen haben. Hey, ich sollte schwarz sein, bin aber braun. Willst du mich verarschen? Stimmt, wir machen die Mission von gestern. Dieser Typ ist verschwunden, ne? Es wurden Spuren gefunden. Daran ist nichts Seltsames. Sehen wir, ob sie uns irgendwo hinführen. Oh, fast so. Ah, oh, meine Fresse. Wir haben mehr Spuren gefunden. Immer noch keine Anzeichen für einen Kampf. Und Freelancer Dix meldet. Ich mach mir Sorgen. Hier draußen gibt es viele alte Läufer, die zurückgelassen wurden. Sehe ich auch so. Ein guter Ort zum Flüchten. Sieht aus, als gäbe es hier Spuren, denen wir folgen können. Alles klar, dann tun wir das mal. Let's do it. Sie haben Läufertrümmer gefunden. Keine Arkanisten. Beginnen wir mit der Suche. Ah, ich verstehe. Die Ska haben ihre Beute hier drüben auf eine Klippe geschleift. Wenn wir Glück haben, finden wir gemeinsam mit den Ersatzteilen auch die Arkanisten. Ah, dachte ich mir schon, dass man da hoch muss, Mann. Bin Ihnen wieder auf der Spur. Ska, keine Frage. Sie haben einen Käfig gefunden. Arkanisten. Endlich. Sie sehen unverletzt aus. Die Käfige noch nicht öffnen. Es ist nicht sicher. Also gut, Scar zuerst.
Hier gibt es sicher vieles, Garn, aber nicht genug, um einen Läufer oder einen einzigen Schuss zu überwältigen. Die größte Schwachstelle bei der Waffe. Es dauert ewig, sie aufzuladen. Es gibt immer so viele Ska. Sie sind scharf. Sieht man eine, sind noch 10 in der Nähe. Aber wir dürfen sie nicht Fuß fassen lassen. Keine Ahnung nicht mehr. Nicht einmal hier draußen. Let me alone. Help. Okay, so viel zu den Ska. Bringen wir die Arkanisten in Sicherheit. Unsere Leute haben einen der Käfige geöffnet. Es geht ihnen gut. Aber sie erzählen etwas von einem Freelancer Kerlisch, der bei dem Angriff umkam. Nichts über dies. Wir haben den anderen Käfig geöffnet. Was ist passiert? Wir wurden entführt, an diesen monströsen Ska verkauft. Du musst ihn aufhalten. Werden wir. Yarrow, hast du eine Spur für mich? Vielleicht. Ein schwaches Signal. Ganz in der Nähe. Folge weiter den Signalmarkierungen. Wir sind nah dran. Wenn du als erstes durchfliegst, gibt's Punkte. Ja, wer ist Kirsch? Und wo ist Dix? Bessere Frage, wer ist Dix? Dude, das Ding macht kaum Damage, ist doch nicht dein Ernst. Die Rakete, seit wann macht die kein Damage mehr? Alles klar. Jumpen wir mal rein. Service den gegnerischen Widerstand, macht sie zusätzlich, keine Ahnung. Irgendetwas hier sendet ein Signal. Muss von unserem vermissten Läufer kommen. Viele Läuferteile. Gestohlene Fracht. Sucht nach einer Blackbox. Audioaufzeichnungen, irgendwas. Wir müssen rausfinden, was passiert ist. Alles klar. Sie behaupten, Gesetzlose hätten ihren Freelancer getötet und sie an die Ska verkauft. Du denkst, Dix hat etwas damit zu tun? Wenn ja, ist er kein Freelancer. Arkanisten werden also gekauft,
und verkauft? Ja, ein übles Geschäft. Okay, Sie haben die Blackbox des Läufers gefunden. Irgendwas Nützliches? Die ist versperrt. Der Krypter wird helfen. Moment. Nice. Also auf die Beine gehen bei dem Wichser. Du schlägst dich gut. Ist schwer, auf engerem Raum zu kämpfen, oder? Ja! Alles klar. Hinter dem Ding hier ist seine Schwachstelle. Kanisten sind, glaube ich, Gelehrte. Yarrow. Hallo? Der Läufer wurde von Gesetzlosen angegriffen, nicht von Scar. Das wussten wir ja. Ihr ursprünglicher Freelancer Karish wurde getötet. Die Arkanisten wurden entführt und dann verkauft. Und Diggs? Ist ein Gesetzloser. Hat sich mit einem gestohlenen Anzug als Freelancer ausgegeben. Komm zurück, mein Freund. Wir finden diesen Hochstapler, hörst du? Hey, er ist echt smart, Alter. Alles klar. Ehrlich gesagt habe ich noch nie versagt bei irgendeiner Mission bisher. Nicht ein einziges Mal. Ich spiele eigentlich alles auf schwer. Ich habe zuerst zweimal auf normal gespielt. Weil es gibt einfach mehr XP und mehr alles, wenn du auf schwer spielst. Oder auf 30 spiele ich dann noch eine Schwierigkeitsstufe höher. Weil dann gibt es noch viel geileren Scheiß. Aber ich glaube, ab da wird es dann schwierig. Hier, zieh dir den mal rein, der Spider-Man. That's fun as fuck. 18, 19, 20, what the fuck? Ich verstehe nicht, was die Allianz-Scheiße soll. Es bringt gar nichts, Mann. Überhaupt gar nichts. Das hätten sie einfach rausstreichen sollen, ganz ehrlich. What? 443 Damage macht der Sniper. Boah, das ist heftig. Stärkste Sniper, die ich bisher hatte. Komponenten. Oh, geil. Wieso habe ich das bereits in einen anderen Slot angelegt? Ich habe das und das in einem Slot, aber alles andere doch nicht. Tatsächlich, Mann, du kannst von alles nur einmal was reintun, ja. Das ist vielleicht eine Scheiße. Laber keinen Kack jetzt, Mann. Ja, tatsächlich, du kannst von allem nur ein einziges reintun. Das ist ja mal voll der Bullshit. Was soll ich denn jetzt mit der Scheiße?
Verbessert die schwere Abschussverrichtung und erhöht den Schaden um 5% des Grundschadens. Was für ein Bullshit, Alter. Ohne Witze, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Das hier habe ich. Reduziert erlittenen Schaden für den Lancer und seine Verbündeten. Ich benutze Schilde nie. Es macht keinen Unterschied, Mann. E plus 10% Schaden. E ist die rechte Kanone, Mann. Okay, dann hau ich das mal rein. Und das hier mache ich platt. Was ist denn das hier? Markier Gegner und zwingen. Ja, das mache ich auf keinen Fall. Und das hier mache ich auch platt. Dann Waffen. Der Sturzflug hier ist richtig gut. Den hau ich nicht raus. Wieso ist das ganz oben? Nur wegen dem Level, ne? Hat mit dem Schaden nichts zu tun, ne? Dann haben wir das rein, das ist besser. Und dann nehme ich mal an, dass wir die hier jetzt unten alle blatt machen. Weil es keinen Grund mehr gibt, die zu behalten, ne? Keine Ahnung, was ich hier eigentlich gerade die ganze Zeit platt mache, Mann. Ich achte gar nicht drauf, ich kick's einfach aus. Das Krasse ist halt jetzt die Sniper-Dude. Die macht hier mal super viel Damage. 443, Mann, Schaden. Boah, ist heftig. Das ist echt heftig. Ja, soll ich das Ding reintun oder was? Das Ding ist, es gibt drei Stück von denen. Das hier ist eine Automatikkanone. Das hier ist auch eine Automatikkanone. Das hier ist eine Automatikkanone. Das hier ist eine Automatikkanone. Wieso gibt es so viele von denen? Alter, die macht 67 Damage, die hier. Sturzflug heißt die. Laber nicht, die stelle ich sogar jetzt. Ausrüstner. Die sind identisch, ne? Identisch. Die eine macht einfach nur mehr Damage als die andere. Ja, okay, nice. Okay, labern wir schnell mit denen und dann geht's gleich weiter. Selbst bei Nacht ist jetzt voller. Hier ist alles offener. Die, was geht ab? Wie läuft das Geschäft? Was glaubst du denn? Der Obstumsatz explodiert? Mach dich nicht über mich lustig, Freelancer. Du weißt, dass das nicht so ist. Ich überlege, meine Pläne für eine Indoor-Farm zu verkaufen. Nicht für sonderlich viel. Aber es würde erst einmal reichen. Bevor du das tust, ich habe jemanden getroffen. Eine Frau namens Liane. Die Bäckerin? Wo genau hast du sie getroffen? In der Bar? Dachte ich mir. Sie wurde auch von der Getreideknappheit getroffen. Ihre Bäckerei musste schließen. Ich weiß. Sie war eine gute Kundin. War häufig da. Ich mochte sie richtig. Aber seit ihre Bäckerei zu ist, siecht sie in dieser Bar dahin. Jeder geht mit Schwierigkeiten anders um. Sie hat noch ein paar Ressourcen übrig. Die letzten Reste ihrer Bäckerei. Ich weiß nicht, sie hat sich verändert. Das könnte für euch beide eine Lösung sein. Sie geht unverantwortlich mit ihrem Geld um. Ich sehe sie fast nie nüchtern. Ich würde ihr die Hälfte meiner Idee geben.
Und wenn meine Farm scheitert, dann verliert Lien wegen mir auch noch den letzten Rest. Alles gute Argumente. Ich muss darüber nachdenken. Freelancer, was würdest du... Do it, do it. Es klingt vielleicht zweifelhaft, aber du solltest das mit Lien riskieren. Sie hat diese Bäckerei jahrelang betrieben. Diese Frau steckt immer noch da drin. Das stimmt. Und es wäre fürchterlich, meine Idee so billig zu verkaufen. Ist natürlich deine Entscheidung. Ich weiß. Ich weiß. Aber du hast recht. Was ist das Leben ohne ein bisschen Risiko, oder? Hier draußen im Fort? Hier ist Risiko alles. Danke, Freelancer. Ich muss darüber nachdenken, aber komm bald wieder. Alles klar, Maura. Gott, bin ich gut. Seht ihr das, wie sie mit ihrem Problem zu mir kommen, Mann? Gott, bin ich vertrauenswürdig. Es ist wahr. Sie hörte gar nicht mehr auf, davon zu schwärmen. Wirklich? Dein Sohn? Der nächste Barde? Ja, ich schwöre es. Sehr, sehr talentiert, sagt es. Das sagt er jedes Mal, aber er hat nichts zu sagen. Dix ist ein Gesetzloser. Ein verdammter Gesetzloser. Und wir haben ihm auch noch geholfen. Den Arkanisten, geht es gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Ich fürchte, sie werden dem Freelancer nicht mehr so bald vertrauen. Das ist verständlich. Und das, als wir gerade so schöne Fortschritte gemacht haben. Ja, Mann, das ist echt ärgerlich. Was wissen wir über diesen Dix? Nicht viel. Steckte sicher hinter diesen Gesetzlosen bei den Gräbern. Ich erinnere mich, dass einige Freelancer links fehlten. Genau. Darüber könnte er von Aufträgen erfahren und vielleicht noch mehr. Feigling, er weiß nicht, was er damit anrichtet. Wir müssen nach allem Ausschau halten, was Dix eventuell als Ziel betrachten könnte. Stimmt. In der Zwischenzeit musst du mit deiner Arbeit fortfahren. Sie ist wichtiger denn je. Alles klar. Es nervt einfach, dass man keine Belohnungen bekommt dafür, dass man den Zeug da erledigt. Man bekommt nur 800 DP extra. Wie stehen die Chancen, dass Matthias gerade seine Zeit damit verbringt, einen Artikel zu schreiben? Keine Ahnung. Ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ja, okay. Angebote. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Hey, wo kann ich denn jetzt meine Mission sehen, Mann? Das gibt... What the... Actually, fuck. Wo kann ich hier meine Mission sehen? Ich weiß ganz genau, dass ich ein paar an der Backe hab. Ja, okay, ich schätze mal, jetzt ist Zeit fürs freie Spiel, hä? Ich muss diese Dinger da aufsuchen, ha? Und ich glaube, ich habe so dazu sonst nichts anderes zu tun. Ja, dachte ich mir. Ich habe alle Missionen gemacht, bis auf die, dass ich halt jetzt... rumrennen muss draußen, alles klar. Schon wieder voll verbuggt, gut, dammit. Ich frag mich echt, wie viele Jahre die brauchen, um das zu fixen. Ja, soll ich normal rausgehen oder was? Ich hab einiges zu tun hier, ehrlich gesagt. Ich mach's normal, weil ich muss alles selber jetzt machen. Ich muss das Ganze alleine spielen jetzt. Und deshalb ist das jetzt nicht so der Renner. Keine Ahnung, was das mit der Mission überhaupt auf sich hat. Schnelles Spiel. Starten. Keine Ahnung. Oder vielleicht ist diese Mission, dieses schnelle Spiel, ich hab keinen blassen Schimmer, Mann. Schmiede Verbrauchsobjekte für Expeditionen, um deinen Javelin auf die nächste Mission zu boosten. Ich hab sowas, solche Verbrauchsobjekte noch nie gesehen, von daher. Stellen wir mal so dahin, ob das überhaupt gibt oder nicht. Gott, ich hasse diesen Ladebildschirm. Ohne Scheiß jetzt. Alles klar. Ah, da ist die Mission. Siehst du? Let's do it.
Let's fucking do it, Mann. Wir haben genug. Hervorragende Arbeit. Warte, ich habe eine weitere Aufgabe für dich. Es gibt immer so viel zu tun. Ich will unbedingt ein ehemaliges Ska-Lager durchsuchen, um herauszufinden, warum die Ska dort waren. Untersuch das bitte. Schon unterwegs. Kann es sein, dass ich gerade irgendeine Mission irgendeinem anderen helfe? Ah ja, die Archaisten-Runen mache ich mit anderen gerade, alles klar. Ich hätte es frei spielen machen sollen, aber egal. Ich frage mich, warum die Ska sie zurückgelassen haben. Woher soll ich das wissen? Ich verstehe. Kreaturen. Wieso? Das ist aktuell ziemlich klug. Fantastisch. Nächster Schritt fertig. Okay. Das sollte genügen. Ja, ich glaube, das reicht. Du bist talentiert in deinem Metier. Ich habe schon so viele Einfälle. Danke. Boah, der Scheiß macht kaum Damage. Ist echt heftig. Hey, keine Ahnung, was ich da mache gerade. Ohne Witz, ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass ich da irgendwas gemacht habe. Ich liebe Ladezeiten, Mann. Hey, hoffen wir mal nicht, dass es jetzt das Ende ist. Doch, ist es, oh meine Fresse. Ich werde gar nichts bekommen. Ich meine, ich habe mir nicht mal was gemacht. Hier, ich werde sogar als Level 0 dargestellt. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas bekomme, Mann. Laber nicht, ich habe sogar ein neues Level bekommen, Mann. Zieh dir mal die XP rein, ich hab nichts gemacht, Mann. Oh, ich hab sogar Sachen bekommen, obwohl ich nichts gemacht habe, Mann. Strukturelle Verstärkung 1044, Mann. Startrampe. Weißt du was, wir gehen jetzt schnell Schmiede, was behindert ist, weil dann kriegst du wieder 1 Million Ladebalken, aber ich hab was echt cooles Neues bekommen. Soll ich jetzt schnell einbauen? Das Geile ist, ich hab nicht mal was gemacht, ich hab gerade in 2 Minuten eine XP bekommen für gar nichts. Die Waffner, das ist die hier, oder was? Die hatte ich doch schon die ganze Zeit. Wo ist das Problem? Oh, Nachbeben-Granatwerfer. 82, Stärke 19. Sprengschaden 248 ist aber, glaube ich, nicht so gut. Doch, 248 ist besser als das andere. That's for sure. Jetzt zieh dir das mal rein. Siehst du das alles? 700 und alles? Jetzt zieh dir das mal rein. Das Ding hier macht... Wo waren das? 1000. Was ist denn der... das war sogar der. Den hau ich jetzt hier. Dann hau ich jetzt mal... Krass. Ich habe sogar noch richtig geile Ausrüstung bekommen für gar nichts. Ich habe nicht mal was gemacht. Hey, selbst das Ding ist besser als den Scheiß, den ich hier benutze. Das wechsle ich gegen das hier. Krass. Also die Runde war jetzt mal richtig geil gerade. Warte, ich hatte 3-4 Minuten drinnen, Mann, und ab. Geiler Scheiß. So kann man also in die Mission von anderen reingehen, indem man einfach da mit reinschampt, alles klar. Schon wieder selbe Bug, Mann. Na egal.
Gehen wir es an, Mann. Okay, zurück. Freies Spiel. Normal. Starten. Weil ab jetzt, ich hab mir noch vorhin so einen Zopf geholt, Mann. Mit Rosinen drin. Schmeckt super geil, wenn du mich fragst. Was für eine Runde, Mann. Ganz ehrlich, das war ja gerade echt voll geil. Ja, siehst du, jetzt muss ich die ganzen Gräber aufsuchen. Gut. Mein Mecher sollte schwarz sein, sieht aber eher braun aus. Holy shit, Alter. Ich one-tap die hier. Zuerst mal mache ich kurz die kleinen Fische platt. Zieh das mal ein, du bekommst praktisch kein Damage. Sehr gut. Noch eins und du bist fertig. Ja, kümmern wir uns mal um den größten Wichser, der gibt mir langsam auf den Sack. Laber nicht, Mann. Wie easy die umzubringen sind auf normaler Stufe, Mann. Fantastisch! Der Teil wäre erledigt. Wir dürfen dieses gar nicht noch mehr Ärger machen lassen. Wir müssen das Gebiet sichern. Welches Gebiet und wo ist hier der Feind? Das tut echt weh, Mann. Alles klar, schön, dass wir drüber geredet haben, Mann. Geschafft! Die suchen das Weite. Aber wie weak sind die denn, Alter? Ist das ein Scherz gerade? Ich meine, klar, ist voll geil, OP zu sein, aber jetzt mal im Ernst. Einer hat's erwischt von uns. Ja, okay, ich suche jetzt mal die anderen Gräber der Königin oder so, wie die heißt, ne? Wo sind denn die auf der Karte, Mann?
Oh, hier ist eins, alles klar. Wie kann ich das markieren? Du kannst nichts markieren, ist das gerade ein Joke? Na egal, ich muss in die Richtung. Also. Hier ist ein Läufer, Mann. Wie ist denn der hierher gekommen? Ich nehme mal schwer an, dass es das hier ist. Alles klar, scheinbar nicht. Okay. Wo muss ich denn weiter hin? Oh, warte mal. Sims Informationen zufolge soll sich hier das Grab der Scharfschützin befinden. Das ist einer der Wächter, den du für Faiths Plan finden sollst. Gesetzlose wurden in der Gegend gesichtet. Halt die Augen offen. Wow, crazy shit, what the fuck? Okay. Ich schätze mal, aber das Ding von der Königin ist irgendwo hier oben. Okay, die Prüfung von Weltereignisse, 1 von 50. Oh, ich soll Weltereignisse ein... Oh ja, alles klar. Ich habe eigentlich alles erledigt, ich muss nur... Weltereignisse erledigen. Die sind eigentlich easy zu finden. Ach was du nicht sagst, Mann. Anwärter, vor euch seht ihr die letzte Ruhestätte von Legionärin Artemia, Wächterin der Dämmerung. Ihr wurdet beurteilt und für unzulänglich befunden. Nicht übel, Mann. Alles klar, das müsste ein Weltereignis gewesen sein, oder nicht? Schauen wir mal. Weltereignis, Weltereignis? Ja, nein, was nicht. Anwärter? Vor euch seht ihr die letzte Ruhestätte von Legionärin Artemia, Wächterin der Dämmerung. Ihr wurdet beurteilt und für unzulänglich befunden. Wie viel Munition man für diese Scheiße hier braucht, ist immer wieder amazing.
Ja, okay, wir müssen jetzt Weltereignisse finden. 4 Stück. Oh Mann. Scheiße. Wo finde ich jetzt am besten Weltereignisse, Mann? Unterm Strich, das ist einfach nur ein Graben mit Wasser. Was für ein Bullshit. Also das hier ist ein feindlicher Außenposten. Hier ist aber keine alte Sau. Alles klar. Alles klar, sobald du mir gezeigt hast, wo die Geschütze sind, zerstöre ich sie. Oh, alles klar. Okay, wir haben gerade ein Weltereignis gefunden. Geiler Scheiß. Alles klar. Tu mir zuerst das Unkraut hier wegräumen, Mann. Schießt nie auf mich, Mann. What the fuck? Aber alles klar. Woohoo! Ey, irgendwas besorgt mir hier gerade echt übel, Mann. Was ist denn das? What the fuck ist das, Mann? Ah, der ist es deshalb. Alles klar. Das wäre ein Geschütz weniger. Das scheint sie verstimmt zu haben. Schon wieder Muni, der Mann. What the fuck? Unter starkem Beschuss kannst du nicht mal richtig laufen. Endlich noch einer. Dude, was geht denn hier ab, Mann? What the? Hey, ich kann gar nichts machen. Sie machen es uns nicht leicht, oder? Das ist so ein Bullshit hier manchmal. Hey, ich muss zuerst diesen Hurensohn hinten umbringen.
Wo ist denn dieses miese Stück Scheiße da? Also? Du bist sowas von totes Fleisch, du Stück Scheiße. Wo ist denn der jetzt? Ich hänge hier schon wieder irgendwo fest, Mann. Das ist doch jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Du, die spawnen hier nonstop. Es war weise Entscheidung, mich schwer zu nehmen. Oh, alles klar. Hier ist noch ein feindlicher Stormmann. Irgendwo. Anführer der Gesetzlosen erledigt. Das sollte das Gebiet für eine Weile sicherer machen. Die müssen wir aus dem Weg räumen, ehe wir was anderes tun können. Sie sind eine zu große Bedrohung. Weltereignis, genau. Jetzt brauche ich noch 3 Stück von denen, Mann. Oh Gott, Alter. Wie er lebt, ne? Die einzigste Schwachstelle dieser geilen Waffe. Okay. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Außer, naja, gar nichts. Oh, alles klar. Ich hab die Viecher gar nicht gesehen, weil die immer über meine Köpfe fliegen. Hart sie zu erkennen, ehrlich gesagt. Ja, ich muss jetzt gleich erstmal einen Cut machen. Weil das hier wird tatsächlich eine Weile dauern, Mann. Also dafür brauche ich auf jeden Fall noch eine Stunde. Hier war mal irgend so eine Art Portal, ja? Cool, cool. Oh, alles klar, stimmt, hier kann man ja irgendwas freischalten, okay. Seit der frühen Tage der menschlichen Freiheit sind die Gestaltringe Quelle für Studien und Spekulationen. Ja, ja, alles klar. Das Ding ist, Weltereignisse sind auf der Karte jetzt nicht gerade markiert, Mann.
Aber die flitzen hier rum, also ist da vielleicht irgendwas. Ich fliege jetzt weiter und dann schauen wir uns das mal an. Weil ich glaube nicht, dass das ein Weltereignis ist, aber das können wir eigentlich mal ausprobieren. Ich mache jetzt einen Cut.